Das Licht verwandelte sich in einen Jungen, der einen glitzernden grünen Stein in den Händen hielt. Ihn begleitete eine Fee. Ich weiß, es war eine Prophezeiung, dass jemand aus dem Tiefen des Waldes kommen würde. Ich dachte, du wärst es. Oh, tut mir leid. Ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen von meiner Geschichte und mich gar nicht standesgemäß vorgestellt. Ich bin Zelda, Prinzessin von Hyrule. Wie lautet dein Name? Ich fühle etwas. Tobias. Seltsam. Er kommt mir so vertraut vor. So sei es, Tobias. Ich werde dich nun in das Geheimnis des Heiligen Reiches einweihen, dass eine Generation von meiner Familie gehütet wird. Du wirst das doch nicht weiter erzählen. Nein, machen wir nicht. Dies ist die Legende. Das ist eigentlich nur nochmal der gleiche Quatsch, nur etwas anderes erzählt. Das Zweifelser vereint die Kräfte der drei Göttinnen, der Verbandes im Heiligenreich Heimwurz. Denn das Zweifelser hat die Macht, die Wünsche dessen wahr werden zu lassen, der sie hält. Ein rechtschaffenes Herz würde Hyrule in goldene Zeiten voller Reichtum und Frieden führen. Würden Wünsche eines Menschen mit niedriger Gesinnung erfüllt, so verlänge das Böse die Welt, verschlängert. Daher errichteten die Weisen die Zitadelle der Zeit, um das Triforce vor bösen Mächten zu bewahren. Die Zitadelle der Zeit. In unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Doch dieser Zugang ist versiegelt durch eine steinerne Mauer, die man Zeitportal nennt. Das heißt, man braucht die drei heiligen Steine, um den Zugang zu öffnen. Und noch etwas, nämlich ein uraltes Relikt, das im Besitz der königlichen Familie von Hyrule ist. Die Ocarina der Zeit. Hast du die Geschichte, die ich dir anvertraute, verstanden? Ja. Großartig. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade durch dieses Fenster hier geschaut. Eines der Elemente aus meinem Traum, die dunklen Wolken. Ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Möchtest du ihn dir anschauen? Sicher, sicher, sicher! Da bist du, Obertucke, ja! Siehst du den Mann dort? Den mit dem bösen Blick. Das ist Gandalf, Anführer der Gerudos, die in der Wüste fern im Westen unseres Landes leben. Er hat meinem Vater die Treue geschworen, doch ich glaube ihm nicht, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinen Träumen einhüllten, sie müssen diesen Mann symbolisiert haben. Dein hässliches Grinsen mag ich nicht. Was ist passiert? Hat er dich gesehen? Hab keine Angst. Er hat keine Ahnung von unserem Plan. Noch nicht. Ich weiß. Er ist es. Natürlich erzählte ich meinem Vater von dem Traum. Doch er glaubte mir nicht, dass der Traum eine Prophezeiung sei. Arschloch. Doch glaube mir, ich spüre die böse Aura dieses Mannes. Gandalf hat es auf nichts anderes als das Triforce des Heiligen Reiches abgesehen. Nur erscheint sein Begehr zu. Um sein Ziel zu erreichen, muss er Hyrule Nine die gesamte Welt unterwerfen. Tobias, wir sind die Einzigen, die Gandalfs Pläne durchkreuzen können. Bitte. Klar, ich danke dir. Ich habe Angst, große Angst, dass dieser Mann Hyrule den Untergang bringt.
Er besitzt übermenschliche Kräfte. Doch nun, da du hier bist, wird alles gut. Wir müssen verhindern, dass Ganondorf in den Besitz des Triforce gelangt. Ich werde die Ocarina der Zeit mit all meiner Kraft schützen. Niemals soll er sie erhalten. Deine Aufgabe sei es, die verbleibenden heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. Lass uns das Triforce suchen und mit dessen Kraft Ganondorf bezwingen. Eines noch. Nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, du wirst ihn brauchen können. Das ist Zeldas Brief. Er trägt Prinzessin Zeldas Unterschrift. Sigi. Scheiß Insekten. Immer während der Aufnahme. Das ist zum Kotzen. Wer bist du denn, scharfe Brauchnarr? Das war ein bisschen kantig, aber egal. Ich bin Impa, Überlebende der Chica. Meine Aufgabe ist, Zelda zu beschützen. Alles ist so geschehen, wie es die Prinzessin prophezeite. Du bist ein tapferer Junge. Die Vorsehung hat dich an diesen Ort geführt. Mir wird nun die Aufgabe zuteil, dich eine Melodie zu lehren, die du nie vergessen darfst. Es ist ein Lied, das die Königsfamilie von Generation zu Generation weitergibt. Ich habe dieses Lied für Prinzessin Zelda gespielt, als sie noch ein kleines Kind war. Ist sie das nicht immer noch? In den Noten verbergen sich mysteriöse Kräfte. Lausche nun der Melodie. Ja. Ja, ich muss das hier mit dem Kontrollstick machen. Und ich müsste mal wieder was trinken. Mann, ist mein Mund ausgetrocknet hier. Also viel habe ich ja nicht getrunken. Müssen wir was Neues holen? Du hast Zeldas Wing wieder gelernt. Oh yeah. Wenn ich die Soldaten hier finde, bekommst du Ehre. Lass mich dich aus dem Schloss beführen. Begleiten wolltest du ja sagen, ne? Aber wenn ich mal irgendwo mal kurz verschwinden auf deinem Zimmer zum Beispiel. Du tapferer Jüngling. Wir müssen Hyrule vor der drohenden Apokalypse bewahren. Richte deine Augen gen Osten. Dies ist der Todesberg. Das Reich der Geroden. Sie hüten den heiligen Stein des Feuers. Am Fuße des Todesberges wirst du Kakariko finden. Es ist die Stadt, die ich gegründet habe, um verfolgten Obdach zu bieten. Bevor du zum Berg aufbrichst, solltest du dich mit einigen Bewohnern unterhalten. Das Lied, das ich dich gelehrt habe, besitzt geheimnisvolle Kräfte. Nur Angehörige der Königsfamilie dürfen es erlernen und spielen. Vergiss nicht, du kannst damit beweisen, dass du in königlicher Mission unterwegs bist. Geh nun, die Prinzessin und ich warten auf dich und die heiligen Steine im Schloss. Enttäusch uns nicht. Keine Ursache, Fräulein. Oh, noch ein Ninja in Hobby oder was? Als Hobby, ja? Hm? Gut, wir bewegen uns gen Osten. Über diese kleine Brücke. Ob wir hier auch noch was finden? Ja, ein paar Rubine. Wir holen den Stock raus. Mann, ihr kommt aber auch nicht weit hier.
mal kurz healen. Scheiße, ich müsste ja von hier kennen. Mann, ich will doch nicht mal die Klappe. Bitte schön. Der hat meine Leute im Paradox angestellt, diesen Ort in eine eindrucksvolle Stadt zu verwandeln. Aber die jungen Kerle von heute haben keinen Ehrgeiz mehr. Weißt du, was ich meine, Junge? Meine Arbeiter rennen nur planlos im Dorf herum und machen bei ihrer Arbeit keinerlei Fortschritte. Sogar mein Sohn ist ein fauler Sack und hängt den ganzen Tag nur in der Gegend herum. Ich sage dir, die jungen Leute sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Wenn du das sagst, wird das wohl auch irgendwie so stimmen. Immer recht. Hi, Hühnchen. Mann, du bist ein Hühnchen, dich brauchen wir nicht. Wir sollten aber mal den Zettel rausholen. Und bei Gelegenheit mal speichern. Ja, wird Zeit, dass ich eigentlich dorthin soll. Oh, das scheint in der Tat. Es ist Zeldas Handschrift. Lass mal sehen. Na gut. Dies ist Tobias. Er hat den Auftrag, Hyrule vor dem Untergang zu bewahren, Prinzessin Zelda. Ha! Was ist denn das für ein seltsames Vorhaben? Wie dem auch sei, du kannst passieren, Zwergenheld. Was heißt hier Zwergenheld, Mann? Siehst du mich ganz durch? Ich bin der Auserwählte. Ach, ein Nachwuchsheld? Falls du planst, den Todesberg zu besteigen, solltest du dich mit einem stärkeren Schild ausrüsten. Der Vulkan ist noch immer aktiv. Auf dem Marktplatz im Hyrule wirst du sicher fündig werden. Wenn du Ausrüstungsgegenstände kaufen möchtest, wenn du ihnen sagst, dass ich dich geschickt habe, machen sie dir sicher einen Sonderpreis. Denkst du aber, deine Ausrüstung würde genügen, dann lauf ruhig weiter. Übrigens, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Du musst es nicht tun, aber immerhin habe ich ihn dir eben einen guten Tipp gegeben. Warst du schon beim Maskenhändler in Hyrule? Über diesen Laden spricht zurzeit jeder. Mein Sohn drängt mich schon die ganze Zeit, ihm eine Maske zu kaufen, doch leider fehlt mir die Zeit. Könntest du mir eine Maske aus dem Laden besorgen? Ich meine nur, wenn du zufällig mal nach Hyrule kommen würdest. Wie gesagt, ich kann hier nicht weg. Mein Job. Und dann merken sie über die Alten, über die jungen Leute, ne? Nee. Aber hast Glück. Ich glaube, normal soll der 80 kosten, oder? Egal, wir besorgen uns erstmal einen Stecker. Genau, wir besorgen also erstmal einen besseren Schild. Dann zum Maskenhändler, dann zum Berg. Alter, es wird schon wieder Nacht, ich glaube nicht. Lauf, Link! Kleine Ratte. Egal, wir laufen nochmal hier rein. Wir brauchen noch ein paar Rubine. Jeder zu viel als zu wenig. Link, mach Randale. Mein Gott, ich bin auch schon wieder manchmal hier aufgedreht in diesem Spiel. Ja, aber das muss so sein. Das Spiel ist der Hammer. Schmeiß die Rubine. Wie ging das hin? Schmeiß die Puffis in den Club und schreit. Ja, es. Die Stimme passt nicht dazu, oder besser gesagt die Tonlage, aber egal. Was willst du mich aufhalten? Hä? Mach dich fertig! Mein Gott, ich bin auch schon wieder aufgedreht. In meinem Pokémon-Let's Play, da bin ich eher ruhig und hier bin ich schon wieder aufgedreht.
egal, ich wollte es ein bisschen interessanter gestalten hier alles. So, unser erster Besuch geht hier rein. Hi! Die Wachen Kakariko schickt dich? Nun, dann werde ich dir einen guten Preis machen. Yeah, wir haben einen neuen Schlüssel. Ich glaube, wir haben nämlich bloß 70 oder 60 dafür bezahlt. So, jetzt geht's nochmal zum Maskenhändler.